prekären Beschäftigungsverhältnis, die weniger als 850, 870 Euro im Monat verdienen und deshalb Anrecht auf Aufstockung haben, ob sie in eine reichere Familie hineingeboren werden. Dass die Mittel eine Höhe erreichen, wo man sagt, so Wohnen auch leisten können. Aber was macht die Regierung? Die Regierung sagt, dann reden wir wahrscheinlich von 600, 650 Euro trotzdem noch. Die Reinigungskosten hast du ja trotzdem noch. Die Stromkosten hast du ja trotzdem noch. Wenn du dein Haus mittlerweile reicht, ich glaube, dass ihr ein gutes sozialdemokratisches Team mit einem tollen Bürgermeister habt und das gehört gestärkt. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit und Freundschaft. Meine Damen und Herren, der 1. Mai, wir haben ja immerhin unsere rote Nelke. Auch Sozialisten-Nelke genannt, gibt es ja schon seit dem 19. Jahrhundert ungefähr. Ein bisschen gegoogelt, das ist ja schon sehr lange her. Wer es nicht weiß, diese Nelke, die wird eigentlich in Handarbeit in Mitterndorf hergestellt. Wir haben emsige kleine Helferin, eine eigentlich, die uns das schon seit 41 Jahren in Handarbeit jedes Jahr macht. Für die möchte ich mich einmal recht herzlich bedanken. Ihr werdet es alle kennen. Ingeborg Steininger, bitte komm zu mir. Geschenkskorb vorbereitet und ein paar Blümchen und sagen recht herzlichen Dank und hoffe, du wirst uns noch ja recht lange mit diesen Blumen beehren. Dankeschön. Meine Damen und Herren, die Musik wird uns jetzt begleiten mit dem Lied der Arbeit.
Oh,